Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baphomets Fluch, der Sündenfall. Ja, in der letzten Folge hat Nico Besuch bekommen von einem älteren Herrn, der behauptet, der Besitzer von La Maledictio zu sein und er hätte gerne sein Bild wieder. Wir haben ihn dann, weil er keine Unterkunft hat, weil er aus einem anderen Teil von Frankreich kommt, haben wir ihn in der Wohnung unseres Nachbarn einquartiert. Finde ich immer noch sehr gewagt, aber nun gut. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wer behauptet, der Besitzer von diesem Bild zu sein. Dafür haben wir uns mit Lane unterhalten und müssen ihn jetzt bitten, mit uns in die Galerie zu gehen. Auch wenn sein Angebot definitiv mehr als zweideutig war. Aber es nützt leider nichts. Ah, da, nee, ich will Hallo, nicht. Hallo, Miss Lane. Hallo, schöne Frau. Da haben wir schon mit ihm komplett drüber geredet. Ah, gucken wir nochmal. Und wie läuft es so in der Kunstszene? Wie immer, intensiv, aufregend, leidenschaftlich. Ja. Eine betörende Mischung, finden Sie nicht auch? Das war eindeutig das Bild, das Lane von sich selbst hatte. Bäh. Es gab also ein Verzeichnis der Gemälde. Oh ja, darin war Henri sehr gewissenhaft. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Sie sagten, Henris Exponatliste könnte im Büro sein? Natürlich, meine Liebe. Aber da stapelt sich der Müll. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich gehe die selber suchen. Wie war das mit der Galerie? Natürlich, meine Liebe. Wir können gleich hingehen, wenn Sie wollen. Eigentlich will ich nicht, aber ich muss. Das klingt prima. Wir können meine Tortur bei einem Glas Champagner besprechen. Ein kuscheliger Plausch mit Lane war das Letzte, was ich wollte. Aber er war meine beste Chance, mich mal ein wenig im Büro umzusehen. Worauf warten wir dann noch? Ja, da bist du nicht die Einzige, die das definitiv nicht will. Komm, er kommt nicht mal von seinem Stuhl hoch im ersten Anlauf. Außerdem ist er voll winzig und eklig und... Mano. Widerlich. Nach widerlich. Ihnen, meine Liebe. Ja, bitte, kannst du die Tür von außen zumachen? Das Zimmer ertrank fast im Müll. Es würde nicht leicht werden zu finden, was ich suchte. Als Lane sich hinsetzte, lugte etwas zwischen den Polstern hervor. Es sah aus wie eine Mappe. Was auch immer das war, die Polizei hat es übersehen. Kommen Sie zu mir auf die Couch. Ah! Ich wäre jetzt soweit. Sie werden doch sanft mit mir umgehen, nicht wahr? Oh, ich bin niemals sanft, Monsieur Lane. Oh, oh. Bitte nennen Sie mich Hector. Ja, und es treibt mir wieder das blanke Kotzen ins Gesicht. Ich will mich nicht aufs Sofa setzen. Nein, nein, nein. Bevor ich das tue, gucken wir uns den Kram ja auch nochmal an. Wir haben uns das zwar alle schon mal mit George angeguckt, aber vielleicht hat Nico da noch eine eigene Idee. Und ich kann es rauszögern, mich zu dem komischen Typ auf das Sofa zu setzen. Weil ich möchte das nicht. Beim besten Willen nicht. Henri hatte ein paar getrocknete Blumen eingerahmt. Er hatte wirklich einen grässlichen Geschmack. Ich nahm an, das war Henris Gitarre. Die war bestimmt nur zum Angucken. Bestimmt. Das war eine Schmuckpfeife. In Henris ganzem Müllhaufen gab es nichts, das wie eine Exponatliste aussah. Ich glaube auch leider, dass sie auf dem Sofa ist. Da war nichts im Papierkorb. Will da nicht hin. Die Galerie sah leer aus. Okay. Das war ein altes Videoüberwachungssystem. Genau. Das hat uns ja gute Bilder geliefert, mit George. An der Uhr gab es nichts Besonderes. Das war ein Plakat für ein Musikfestival in Stockholm. Der Hauptakt war eine Gruppe namens The Hairy Lobsters. Die haarigen Krebse oder Hummer. Na lecker. Auf dem Kalender war das Datum der Ausstellung markiert. Und sein Geburtstag, hat George gesagt. Ich wollte schon immer einen VW-Bus haben. Bei meinem Gehalt würde ich mir nie einen leisten können. Verdient man so schlecht als Journalistin?
Ich weiß nicht. Henris schwarzes Brett war übersät mit Erinnerungen. Der Schreibtisch war voller Müll. Hier also, hätte ich niemals arbeiten können. Du hast einen Minischreibtisch. Ich konnte den Schreibtisch nicht durchsuchen, solange Lane in der Nähe war. Okay. Ja, gut. Zumindest war Henri schlau genug, seine Statue für sich zu behalten. Henri besaß eine Statue von sich selbst im Stil eines römischen Imperators. Das war narzisstisch und etwas beunruhigend. Okay, also sie will da noch nichts dran machen. An der Statue hing ein kleines Feigenblatt an einem Scharnier. Geschmacklos, aber irgendwie reizvoll. Ja, dann klappt doch. Ich würde das Feigenblatt nicht anpacken, solange Lane zusah. Nee, dann würde das wahrscheinlich echt... Kannst du nicht gehen? Ich hab Angst. Lane hatte die Mappe nicht bemerkt. Bei der dicken Polsterung kein Wunder. Die einzige Art, da ranzukommen, war Lane abzulenken. Will ich wissen, wie sie das jetzt vorhat? Das ist die Mappe, da will ich ran. Dafür muss ich ihn ablenken. Reden wir mal mit ihm. Monsieur Lane? Bitte, Hector. Nein. Nein, bitte nicht. Sie wissen also nicht, wem dieser Serb gehört? Tut mir leid, meine Liebe, wirklich nicht. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henris Witwe, die Ärmste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. Du willst sie doch. Du willst gar nicht, dass sie dich vor die Tür setzt, sondern du willst, dass sie sich in dich... Naja, was auch immer. Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen? Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden. Ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligenpantheon. Mhm. Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich, Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Kann ich ihn damit bekleckern? Okay. Kann ich das Glas jetzt umschubsen? Das wäre natürlich grandios. Das war ein Glas mit billigem Champagner. Ja, teuer kann er sich wahrscheinlich nicht leisten. Okay, so, wir probieren das mal, ob ich ihm den Champagner auf ihn schütten kann. Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Nee. Jawohl. Oh, mon Dieu, ist das kalt. Och, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. Nein, ich habe keine Bange, aber nicht, dass das kleine Ding in deiner Hose noch kleiner wird durch die Kälte. Mensch, Mensch, Mensch. In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malédiction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers. Medowski. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte. Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma chérie, kein Grund schon zu gehen. Das war doch nur etwas Geklecker. Etwas später. Und ich habe herausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Malédiction ist. Ein Kerl namens Medowski. Klingt russisch, oder? Medowski? Du meine Güte. Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchenclub. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse.
Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Okay, aber unternimm erstmal nichts weiter. Bis morgen dann. Ronny traute mir diese Story nicht zu, aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Komm rein. Hallo George, schön dich zu sehen. Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du voran? Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Echt? Naja, Navette eher weniger. Er hat mich beschuldigt, ich wolle die Waffe da verstecken und ich sei in den Mord an Henri verstrickt. Und dann schickte er mich hinter Gitter. Er hatte natürlich nichts in der Hand, also musste er mich heute Morgen wieder auf freien Fuß setzen. Aber er ist sicher, ich war's. Wenn ich jetzt nur mal in der falschen Tonart huste, sperrt er mich gleich wieder ein. Ansonsten habe ich eine unglaubliche Story für dich. Eine lange Geschichte später. Annette, die Managerin von Vera Security, hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen, Medowski. Medowski? Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Malédiction. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Aber wir müssen sicher gehen. Was zum... Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Malédiction. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medowski. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im Spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Ja, und da ist es wieder, das Bild. Die Geschichte nimmt jetzt ja nun echt Fahrt auf. Tatsächlich, es sind Namen gefallen. Der Typ, dem die Sicherheitsfirma gehört, dem gehört auch das Bild vermeintlich. Er behauptet es ja. Und nun haben wir hier eigentlich den ursprünglichen Eigentümer von dem Bild sitzen, dem es im Bürgerkrieg in Spanien geraubt wurde. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Bevor wir jetzt mit George uns dieses Bild genauer angucken und da noch ein paar Details rausziehen, werde ich diesen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!